CFN schon unten reingejobbt, kommt aus Main raus, guckt jetzt Reeds auch noch, Doppelkill für ihn, wenn schon geholt. 2 gegen 2, alles offen, 38 Sekunden, Bombe aber liegt outside, ECFN pusht wunderbar nach, es ist Mina eigentlich im 1 gegen 2. Mina ist gegen ECFN, schaut outside, trifft den Shot nicht, guckt nochmal in Main rein, jobbt runter. Ah, die Flashbang geht gut auf von ECFN, entschließt sich das Ganze über den Event auf die B-Side zu bringen. 13 Sekunden sollte reichen. Baumplan wird durchgezogen. Minice kommt ebenfalls langsam über den Vent mit der AWP. Tür unten gehört worden. ECFN weiterhin auf der Bombside drauf. Minice, wenn er jetzt gobt, verrät er seine Position. Tür ist offen. ECFN aimt ab und da sitzt der Headshot. Zweite Runde für Attacks. Ace für ECFN.